Hallo, hallo, ich bin's, Twinsen, der Held dieses Abenteuers. Sehen Sie mich? Ich bin hier ganz oben, im Rahmen, mit Zoe, meiner Gefährtin. Das rechts ist der Dinofly, mein alter Freund. Und dort ist noch ein Bild von Sendel, unserer gütigen Göttin, die das Leben auf unserer Welt ermöglicht. Dank des Medaillons und der magischen Fähigkeiten, die sie mir gegeben hat, konnte ich unseren schönen Planeten Twinsun retten. Ich musste alle Inseln durchqueren, um Zoe zu retten und die Zerstörung unserer Welt zu verhindern. Damals hatte der böse Diktator Funfrock den ganzen Planeten unterworfen, bis ich dann eingegriffen habe. Und ja, ich muss es gestehen, Zoe und ich, wir erwarten ein freudiges Ereignis. Es wird schon bald stattfinden. Wir müssen uns also beeilen und alles vorbereiten. Heute lebt unsere Welt in Frieden. Alles ist ruhig, die Sonne lacht. Twinsen, lauf schnell zur Apotheke in der Stadtmitte und hol ein Medikament für den Dinofly. Er hat sich bei der Landung im Garten verletzt. Meines treuen Dinofly mag ich unheimlich gern. Du hast deinen magischen Ball wiedergefunden. Wenn du die Tunika der Ahnen trägst, kannst du den Ball werfen und er kommt zu dir zurück. Du hast deine Holokarte wiedergefunden.
drei Pfeile. Ich gehe zum Dinofly. Er landet gerade hinter dem Haus. Vergiss nicht, dass du den Blickwinkel ändern kannst, indem du auf die Eingabetaste drückst. Hallo, Bob. Hallo, Twinsen. Der Sturm schlägt mir aufs Gemüt. Ich werde einfach nicht mehr ruhig. Ach, übrigens, vergiss nicht, dass du dein Verhalten ändern kannst. Ich brauche eine Medizin für meinen Dinofly. Er hat sich verletzt. Tut mir leid. Ich habe nichts, was für einen Dinofly geeignet ist. Wenn Sie einen Gegenstand interessiert, stellen Sie sich vor ihn und drücken Aktion. Aber ich weiß, wie Sie Ihrem Freund helfen können. Vielleicht können Sie mir einmal verraten, wieso Sie mich verfolgen. Geben Sie mir den Schirm. Aber das ist mein Ring. Oh, Verzeihung. Ich habe gedacht, es wäre meiner. Ich bin ja so durcheinander. Ständig mache ich Fehler. Du hast gerade den Schirm der Kunden. Aua! Na warte, dafür reißt dir mein großer Bruder den Pferdeschwanz ab. Ist mir doch egal. Na warte bloß, bis ich das meinem großen Bruder erzähle. Thank you.
Tag. Hallo, Twinsen. Du hast gerade die Tunika der Ahnen und dein Medaillon von Sendel wiedergefunden. Die Tunika lädt sich mit Magie auf. Dadurch kannst du von nun an deinen magischen Ball werfen und zurückprallen lassen. Yeah.
Hallo, Joe. Na, immer noch Probleme mit der Magie? Nein, nein, nein. Das geht schon. Aber Twinsen, was machst du denn? Ich verlasse mich darauf, dass du die Medizin für den Dinofly besorgst und stattdessen verschwindet der Herr auf eine abenteuerliche Reise in den Untergrund. Musst du denn immer den Helden spielen? Gegen den Drang kommst du offensichtlich nicht an. Gut, komm, Zoe, ich begleite dich.
Na, Twinsen, was ist mit dem kleinen Monster? Unsere Familie bekommt bald Zuwachs. Wissen Sie, wir sind sehr glücklich. Das ist unser erstes und es kann nicht mehr lange dauern. Ich habe gerade den Wärter getroffen, der zum Leuchtturm zurückkehrte. Er hat gesagt, dass ein echter Held ihn vor einem gefräßigen Monster gerettet hat. Ich habe ihn befreit. Bravo! Und nun, wenn Sie die große Kunst bewundern, gehen Sie zum Leuchtturm. Da gibt es was zu sehen. Bewohner des Planeten Twinsun, wir sind in friedlicher Absicht hierher gekommen. Wir danken euch, dass ihr den Sturm aufgelöst habt, der uns an der Landung hinderte. Seit vielen Zyklen beobachten wir euren Planeten bereits und wir haben beschlossen, euch einen Besuch abzustatten und eure Kultur vor Ort zu erleben. Wir haben das all mit dem einzigen Ziel durchquert, eure Zivilisation zu entdecken. Thank you.
Guten Tag. Willkommen bei der Inselfähre, Herr Twinsen. Was wünschen Sie? Nichts, ich schaue nur. Lesen Sie die Plakate. Wenn Sie ein Ziel interessiert, sagen Sie es mir. Guten Tag, Frau Braun. Guten Tag, Herr Twinsen. Das Wetter hat sich gebessert. Vielleicht können die Kinder nun endlich ihren Schulausflug machen. Guten Tag. Gut, dass Raff wieder bei seinem Leuchtturm ist. Aber diese Hey, hier fehlt die Musik, Mann. Danke. Werfen Sie 5 Karten. Erster Titel. Thank you.
Twinsen, ich habe da eine ganz reizende Dame kennengelernt, die für Kehraug den Heilmagier ab... Twinsen, hast du den Heilmagier gefunden? Nein, immer noch nicht. Na, Dinolein, wie geht's dir denn? So ein blöder Unfall. Oh Mann, hab ich mir vielleicht wehgetan. Bei normalem Wetter hätte ich dich zu einem Spazierflug einladen können. Aber diesmal musst du mich erst heilen. Pinguin kostet 4 Kasches. Gut, ich nehme es. Du bist gerade auf einen genialen Nitro-Mega-Pinguin gestoßen. Wenn du ihn im Inventar auswählst... Lassen Sie das! Um Himmels Willen, das geht in die Luft! Willkommen bei der Inselfähre, Herr Twinsen. Ich kann Sie für 10 Kasches fahren. Wohin wollen Sie? Auf die Wüsteninsel. Du besitzt eine Fahrkarte für die Fähre. Karte ist die...
Wahnsinnige. Wahnsinnige. Oh, danke. Ich brauche ihn nicht mehr. Aber es ist trotzdem nett, dass Sie ihn mir gebracht haben. Guten Tag. Sie können dieses Fläschchen ausleihen, Meister Kerauk. Braucht es bestimmt nicht. Du hast soeben ein Fläschchen Gallussäure gefunden. Guten Tag. Ich suche den Heilmagier. Ich muss meinen Dinofly heilen. Es tut mir wirklich leid. Der Heilmagier Kerauk ist verreist und ich weiß nicht, wann er zurückkommt. Versuchen Sie es einmal bei der Zauberschule, wenn es dringend ist. Hallo? Hey, Twinsen! Ich bin's, Joe! Sag mal, ich fühle mich nicht so... Der große Rektor der Zauberschule. Willkommen, Twinsen. Es wäre mir eine Ehre, wenn du dich für unsere Schule entscheiden würdest. Aber obwohl du unsere Welt gerettet hast, musst du genau die gleichen Prüfungen wie die anderen Studenten bestehen. Möchtest du dich bei unserer Schule einschreiben? Zuerst möchte ich meinem Dinofly helfen. Die Macht des Heilens wirst du bei einer der Prüfungen, die dich zum Magier machen, erhalten. Und sobald du Magier bist, erhältst du die nächsthöhere Magiestufe. Die Einschreibgebühr beträgt 120 Kasches. Möchtest du sofort anfangen? Einverstanden. Ich habe nicht genug Kasches. Sieh beim Bü-Tempel nach. Dort soll angeblich noch ein alter Schatz vergraben sein. Die Einschreibgebühr beträgt 120 Kasches. Möchtest du sofort anfangen? Einverstanden. Jetzt gehörst du zu unserer Schule.
Um Magier zu werden, musst du 3 Prüfungen in beliebiger Reihenfolge bestehen. Du kannst mir das Ergebnis jeder Prüfung bringen, wenn du willst, aber dein Magier-Diplom und deine zusätzliche Magiestufe erhältst du erst, wenn du alle 3 Prüfungen bestanden hast. Sobald du durch diese Tür gegangen bist, musst du flink und präzise arbeiten. Geh in die Mitte des Raums und wirf alle magischen Symbole um. Gratuliere, Twinsen! Du hast dir dieses Blasrohr verdient. Damit kannst du schnell und präzise schießen. Du besitzt ein Blasrohr. Mit ihm kannst du sehr zielgenau und schnell schießen. Hallo, Jerome. Hallo, Twinsen. Auch mit diesem besonders guten Teleskop habe ich nur ein paar fliegende Untertassen hinter dem Mond vorbeihuschen sehen. Die Esmerier müssen wohl auf der anderen Seite leben. Hier ist das Bauteil, das Zoe noch für euer Auto braucht. Jerome Baldino hat... Hallo? Und hast du etwas gefunden, um den Dinofly zu heilen? Ich habe beschlossen, Magier zu werden. Dann kann ich den Dinofly selbst heilen. Könntest du Baldino fragen, ob er das versprochene Bauteil fürs Auto hat? Das hat er mir schon gegeben. Ich komme vorbei und bringe es dir. Musik
Hallo, Jerome. Hallo, Twinsen. Auch mit diesem besonders guten Teleskop habe ich nur ein... Guten Tag. Willkommen bei den Inselfähren. Mach 12 Kack. Auf die Zitadelleninsel. Du besitzt ein... Oh, danke, Twinsen. Genau das brauche ich. Ich werde es für den Plan der Kanalisation verwenden. Die Gallussäure hat einen Text zum Vorschein gebracht, der zuvor unsichtbar war. Hier ist von der kleinen Pyramide die Rede, die ich haben soll. Hier, nimm sie. Dein Nachbar hat dir gerade einen pyramidenförmigen Schlüssel gegeben. In der geheimen Kammer, inmitten der...
Giro. Hallo, Twinsen. Auch mit diesem besonders guten Teleskop habe ich nur ein paar. Und hier ist das Funksprechgerät, das ich für dich gemacht habe. Ich hatte vergessen, es dir zu geben. Tut mir leid, aber ich bin mir sicher, dass es dir noch gute Dienste leisten wird. Du besitzt jetzt ein Funksprechgerät. Mit ihm kannst du Anrufe deiner Frau. Probier doch bitte aus, ob das Auto richtig funktioniert. Du kannst ja auf der Rennstrecke oder in der Wüste ein paar Runden drehen. Und wo ich schon mal hier bin, werde ich einige Einkäufe erledigen. Wir sehen uns dann zu Hause. Gerade eine Ungeduld. Ich bin der Beste hier. Mit mir kann's keiner aufnehmen. Kannst es ja versuchen, wenn du willst. Verloren. Thank you.
spüre den Duft der ungeduldigen Balsamine. Gib mir ein Blütenblatt und du erhältst die blaue Tritonmuschel, die dich zum Heilmagier macht. Du besitzt die blaue Tritonmuschel. Willkommen auf die Zitadelle. Na, Dinolein? So. Na, Dinolein? So. Bravo! Ah, danke! Ich spüre schon, dass ich wieder fliegen und dich hinbringen kann, wohin du willst. Guten Tag. Wohin gehst du, Twinsen? Auf das Eiland des Kreidedoms. Diese ganzen Kunststückchen sollte man in meinem Alter wohl lieber sein lassen. Das hast du gut gemacht. Hier, dafür bekommst du diese Zauberkreide. Damit kannst du dir auf den ersten Blick Bilder einprägen. Pläne zum Beispiel. Du besitzt jetzt magische Kreide. Wir treffen uns in der Zauberschule. Ich habe eine Überraschung für dich. Thank you.
Essen, Twinsen. Gratuliere, Twinsen. Von nun an trägst du den Titel des Magiers. Ich habe keine Paradetunika für Magier mehr, aber auf der Insel gibt es einen fahrenden Händler. Ich werde ihm sagen, dass er dir eine geben soll. Such ihn auf und lass dir einen Bart wachsen. Du hast soeben dein Magier-Diplom erhalten. Außer... Hör mir bitte zu. Ich habe eine sehr ernste Aufgabe für dich. Fast alle Magier von Twinsen sind verschwunden? Das hört sich ernst an, Meister. Ich werde mein Möglichstes... Einverstanden. Du hast eine Paar. Guten Tag. Wissen Sie, wo die Magier sind? Vor kurzem ist hier einer vorbeigekommen. Ich nehme an, er wollte Sandrosen suchen gehen.